Ja, halli, hallo, liebe Fabrikfreunde, ich bin Satenshi und wir spielen Factorio. Ich habe gerade die Kommentierfolge aufgenommen und ich habe irgendwie gerade doch Bock, das weiterzuspielen. Und wir haben ja in der Folge, habe ich ja gesagt, was wir vorhaben. Wir wollen das als Ausweichgleis machen, beziehungsweise das ist dann das linksgleisige Gleis. Das wird das rechtsgleisige Gleis. Und das müssen wir hier noch anschließen, weil sonst geht's nicht. Und ich dachte mir, wir machen das einfach so, dass wir das hier anschließen, wenn jetzt hier nicht irgendwie noch Bäume und alles im Weg wären. Hä? Wieso geht das hier nicht? Wieso kann ich das da nicht hinbauen? Ach, da ist ein Alien-Artefakto. Beziehungsweise, schauen wir uns mal kurz an. Das müsste ja ungefähr so sein, dass ich jetzt hier was hinbaue. So. Wow. Dann hier sowas baue. Und dann müsste ich von hier... Doch, wenn das alles höher ist, dürfte es funktionieren. Noch eins höher, also. Beziehungsweise fange ich von unten einfach an. Oder doch von hier. So. Damit der irgendwie da drauf kommt. Weil irgendwie anders scheint... Oh, ich hätte sogar noch... Na, dann machen wir es noch ein bisschen krasser zusammen alles. Das geht gar nicht. Ach, das geht gar nicht krasser zusammen. Okay, dann nehmen wir uns eine Schiene. Eine kaputte Schiene. So, und dann können... Also es ist halt wirklich so dämlich. Oder wir fahren so. Das geht natürlich auch. Wenn wir das Gleiche, könnten wir doch machen mit hier, oder? Nee. Das ist schwieriger. Da muss der halt so hier lang fahren, um dann auf diese Schienen zu kommen. Diese Schienen, genau, um die, auf dieses Gleis zu kommen. Muss er halt ganz komisch fahren. So, das heißt, wenn jetzt ein paar Signale abmachen. Und zwar, das Signal geht in die Richtung, das ist okay. Das Signal geht auch in die Richtung. Muss ja bis dahin. So. Also Leute, erstmal. So, es geht nur noch in die Richtung nach unten. Der fährt trotzdem nach oben. Der hat das noch nicht mitbekommen. Ah nein, es blinkt. Das heißt, er bekommt es noch nicht so richtig mit. Jetzt scheint es zu funktionieren. So, das heißt, ihr könnt jetzt bloß noch hier dann nach unten fahren. Mal kurz schauen, ob hier noch irgendwo ein Signal ist. Ein doppelseitiges Signal. Wahrscheinlich, ich sehe es bloß gerade nicht. Passt auf. Das ist gut, das ist alles ganz okay. Hier haben wir ein doppelseitiges Signal, das heißt nur noch da bitte eins und hier auch nur noch eins in die Richtung. Ne, Moment, das war falsch. So. Wow. Ich meine ja Angst. So. Das Problem ist nur, dass er jetzt nicht mehr anhält, ne? Der hält jetzt nicht mehr an, ob hier, wenn hier drin einer ist. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Da müssen wir wahrscheinlich doch wieder hier eins hinsetzen. Zumindest eins, damit der nachguckt, ob da einer drin ist. Ist das richtig so? Nein, nein, dann dommelt er immer noch nach oben. Hm. Ach so, na klar, weil ich hier eins hingesetzt habe. Ist ja klar, warum mache ich das denn? Na, ich bin dumm. Hier, es muss ja so rum. Das nach unten und das nach oben. Mensch. Tenshi! Das heißt, hier kommt weg und da kommt eins hin. So. Dann fährt der jetzt nach da oben, bleibt natürlich stehen, weil jetzt hier oben eins auf dem Gleis ist, was dann jetzt nicht mehr hingehört, aber das konnte, da kann er nichts dafür. Da kann er nichts dafür, den ziehe ich jetzt mal per Hand weg. Wir müssen jetzt eigentlich auf das, oh. Oh ja, jetzt wird es natürlich richtig kompliziert. Ah, nee, es geht. So, jetzt sollte der eigentlich, der wollte ja zur Basis fahren. Nur welche Basis? Ach nee, das war der. Ach so, na klar, das war der Zug. Kein Pfad? Okay. Schauen wir mal kurz. Ach, hier findet er jetzt hier keinen Pfad. Ach, na klar, weil ich das falsch rum gemacht habe. Nee, hier soll es ja nach oben gehen. Und da soll er nach unten fahren. Eigentlich andersrum. Das war das Problem. Jetzt fährt er einfach hier lang, weil ich das Signal abgerissen habe. Das war ja das Problem. Er soll ja hier zurückfahren. Und hier soll er nach unten fahren. Also hier nach... Ja, jetzt haben wir hier natürlich nicht so viel Platz. Moment. Also. Hier geht's... Bei dem soll er nach oben fahren. Und hier soll er nach unten fahren. So, ist das Signal für beide? Nein.
Ist natürlich jetzt doof. Wenn ich jetzt hier keine Signale doppelt setzen kann. Aber vielleicht reicht ja das eine da unten, die zwei. Moment, wir haben jetzt hier unten... Puh, nochmal genau schauen. Die fahren sich wahrscheinlich gerade die Köpfe ein. Sollen wir vielleicht nicht machen, wenn zugefahren. Hier, der zeigt immer nach unten und der zeigt jetzt immer nach oben. So, runter, 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 runter. Der geht hoch, der geht runter. So, irgendwo müssen wir mal... Ich hätte es genau andersrum machen sollen, ne? Ich Depp. Ich muss es genau andersrum machen, weil ich kann diese Signale hier schlecht setzen. Ich mache das jetzt doch andersrum. Okay. Machen wir andersrum, weil die Signale, wenn man jetzt nicht gerade zwei dazwischen frei hat, kann man die Signale schlecht setzen. Wie man ja an dem jetzt ja auch gut erkennt. Deswegen so und so, so und so. Das heißt, von hier geht es immer nach oben und da geht es immer nach unten. Das müsste ja trotzdem funktionieren. Genau, das funktioniert noch so. Hab ich doch länger aufgehalten, als ich dachte hier bei dem. Weil dann kann ich jetzt in regelmäßigen Abständen, wenn da mal ein paar mehr unterwegs sind, ein paar mehr Züge unterwegs sind, kann ich das jetzt hier so setzen. So, genau auch hier. So. Genau. Und die hier, ab hier ist wieder Gleise für alle. Hier ist noch ein bisschen problematisch. Der fährt dann nach da. Wenn er jetzt nach unten fahren soll, darf er nicht. Also gehe ich jetzt einfach hier davon aus, dass du hier einfach, hier darfst du nach oben fahren. Aber du darfst nicht zurückfahren. So. Das heißt, jetzt dürfte er hoffentlich mitkriegen, dass das hier Einbahnstrecke ist. Nein, kriegt er nicht. Aber er sollte es, glaube ich, hier mitbekommen. Sehr, weil das Signal wird jetzt wahrscheinlich automatisch nur dafür gelten, weil da unten halt was anderes ist. Ja, sollte funktionieren eigentlich. Wir schauen es uns einfach mal ein bisschen an. Wo ist die Karte? So, der sitzt jetzt, wo ist er? Ach, da kommt gerade einer hochgefahren. Der fährt jetzt genüsslich hoch. Hier ist schon alles verbunden. Ach, hier ist nach oben fahren, dann nach unten fahren. Na gut, ist alles verbunden. Ja, sollte eigentlich funktionieren, ohne Probleme. Sollte ohne Probleme funktionieren. Dann gehen wir jetzt mal zum... Da, der fährt jetzt hier nach oben. Ja, funktioniert. Okay. Dann hier nochmal kurz schauen wegen den Signalen. Wobei ja hier ja automatisch, hier sind, irgendwo sind doch hier Signale, ich weiß bloß nicht wo. Bin ich denn blind? Müssen doch Signale sein. Hier sind keine Signale. Interessant. Da bleibt das so gar nicht stehen, wenn da irgendwo was ist. So. Okay. Dann fährt er hier nach unten und dann fährt er hoffentlich dann den richtigen Weg auch nach unten. Da muss ich ja fast schon aufpassen. Wir werden es sehen. Weil der sollte eigentlich den richtigen nehmen, weil das ja bloß nach oben geht. So, und dann fahren die unten rein. Sollte auch funktionieren. Und jetzt bauen wir hier noch ein bisschen um. So, erstmal baue ich hier ein bisschen länger die Strecken. So, weil ich noch nicht genau weiß, wie, wo und was. So, dieser Zug hier, der will da oben rausfahren. Also der will schon da oben hin. Muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege. Und platzsparender soll ich ja bauen. Ja, theoretisch könnte ich das machen. Wenn ich jetzt hier eine Strecke baue, könnte man es enger machen. Das stimmt schon. Ich möchte hier aber irgendwann baue ich hier eh nochmal um. Wobei das echt fies wird mit den ganzen Zügen, weil ich die muss ja dann neue Stationen geben auch. Man kann Platz sparen oder bauen, aber ich glaube, ich lasse es mit Zweier-Dinger. Ich könnte hier, die zwei könnte ich vielleicht nochmal umlegen, dass ich die ein bisschen nach oben verlege, dass hier immer zwei Platz sind, dass es alles gleichmäßig ist, oder? Ich lasse es erstmal so. Ich weiß nicht, wenn ich schon mal gerade am Umbauen bin, also dass ich dann hier das zweite Gleis mache und immer so... Ne, warte mal, es sind ja zwei dazwischen frei. Ne, hier ist nur eins frei. Hä? Ach, das ist... Ach so, die sind zwei dick, okay. Weil dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel das eine Gleis machen, was dann eigentlich hier sein sollte. Dementsprechend, dann könnte ich... Das ist der Plastikzug, ne? Dann könnte ich den Plastikzug einfach mal umleiten und dann die Kisten nach oben stapeln. Das sollte eigentlich
alles kein Problem sein. Das ist natürlich ein bisschen dumm, was ich gemacht habe. Mache ich das? Aber da müsste ich unten dann auch nochmal nach oben schieben. Ach komm, lassen wir das einfach. Wir schauen dann später mal nach, ob wir das irgendwann komplett abändern. Ich lasse es erstmal so, wie es ist. Das geht ja auch erstmal. So, ich weiß jetzt, dass das hier der Steinzug ist. Der wird dann irgendwann mal da hochfahren. So, und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Ja gut, das ist ja gar nicht so schwer. Weil hier kann ich ja einfach so machen. Und dann verlängere ich das einfach. Kein Problem also. Und das hier ist der Plastikzug. Der muss natürlich auch nach oben kommen. Und zwar die Strecke nach oben ist ja die hier. Die rechte Seite ist ja die Strecke nach oben. So. Ja, die rechte Seite ist nach oben. Nein, die linke Seite ist nach oben. Ach. Tenchi, das merkst du dir nie. Obwohl da ein Signal ist, hättest du eigentlich sehen können. Dann machen wir es so. Wow. Gut, das heißt, ich schließe das jetzt noch an. So, dann schließe ich hier noch an. Ups. Natürlich rupfe ich die falschen ab. Oh Gott. Hier muss man schon ein bisschen vorsichtiger arbeiten. Das sieht lustig aus. Genau. Und dann haben wir ja von hier unten haben wir, glaube ich, gar nichts, was reinfährt momentan. Also dieses Ding hier unten kann ich... Nein, doch, da haben wir natürlich was. Ah. Na klar haben wir da was. Da ist ja der Hauptzug. Der fährt doch hier immer lang. So, der ist ja richtig. Der muss ja da rein. Aber diese Schienen sind jetzt eigentlich total... ja, gar nicht mehr so wichtig. Moment, Moment. Was habe ich denn hier gebaut? Ich Idiot. Oh! Oh! Alter, das habe ich echt überlebt! Oh, mein Herz! Oh, Mann! Alter Falter! Ist der jetzt kaputt oder was? Alter! Ich habe das überlebt, ne? Ey, die Rüstung... Die Rüstung ist echt Hammer, ne? Dass sie das überlebt. Ist ja auch ein bisschen gefährlich hier. Ich bin auch ein Idiot. Ich wollte nämlich das hier eigentlich richtig... Ah nein, das sollte ja hier hin. Aber ich muss von hier oben noch verbinden, damit das auch wieder reinkommt. Genau, ich war doch kein Idiot. So. So. Ich muss echt aufpassen, ne? Wenn man hier baut. Immerhin geht's hier um... Geht's hier, oh Mann. Das ist eine gefährliche Ecke, ist das. Ganz gefährliche Ecke. Okay, es hat sich irgendwie nicht ganz verbunden. Jetzt hat sich verbunden. So. Sieht sehr interessant aus. Und dieser Zug hier, der hier, braucht noch nach unten eine, weil der kommt von unten. Oder ich baue ja auch gleich doppelschienig. Wenn ich schon mal dabei bin, dann baue ich hier auch gleich doppelt. Dann machen wir hier einfach eine doppelte, komplette, doppelt durchgehendes Ding. Da muss hier natürlich der, das Signal, das muss dann doch woanders hin, das muss dann wohl doch hier hin. Aber ist nicht so schlimm, dass wir hier zwei Dinger verlieren. Das passt. So. Machen wir auch gleich eine Doppelspur. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Aber, Moment mal. Wie haben wir das jetzt hier unten gemacht? Ja doch, von hier kommt es nach da und da geht es nach die andere Richtung, ne? Ja, dann passt das ja. Den passt das ja. Wir müssen mal gucken, wie wir das auch schaffen. Dass wir jetzt da auch noch sich verbinden können. Das muss nämlich ein bisschen höher gemacht werden. Dass wir dann hier irgendwie auch wieder rankommen. Da muss ich einfach mal einfach testen. Wenn ich das... Ich setze das mal hier hin. Würde das reichen? Ja, das reicht. So, das Signal kommt weg, das kommt weg. Okay. So. Und das Signal mal wieder hinsetzen. Wobei der Zug diese Strecke ja sowieso die ganze Zeit... hier ist schwierig wegzukriegen. Ja, ich das hasse. So. Das heißt, diese Strecke ist ja sowieso die ganze Zeit bloß eine Strecke, die nach unten geht. Das geht ja gar nicht woanders hin. Das muss so sein. Und dann können die sich hier auch gar nicht mehr irgendwie begegnen. Sondern dies ist jetzt einfach... Ne, Moment mal.
Doch. Das ist hoffentlich die richtige Richtung jetzt auch alles, ne? Ah, die hier ging es wenigstens. Hier wird es wahrscheinlich wieder nicht gehen. Ach, Tenchi. Es war ja klar, dass das mal passiert hier. Aber die werden ja eh repariert, das passt. So, das heißt, also, das kommt komplett weg. Brauchen wir gar nicht mehr, das Signal, das brauchen wir auch nicht mehr. So, dafür muss ich jetzt aber hier noch schnell verbinden. Die Frage ist nur, wo? Geht das so? Wird das natürlich nicht gehen. Es muss tatsächlich eins nach unten, was bedeutet, das Signal muss auch nochmal eins nach unten. So. Habe ich es natürlich wieder da oben hingebaut. Ah, du bist ja so ein... ich will es nicht sagen. Ich will es nicht sagen, aber ich bin schon ein tierischer. Ne? Ihr wisst schon. So. Weil das ist der Eisenzug, der dann später dahin möchte. Der Plastikzug wird ja eh nicht dahin wollen. Das passt so. Das heißt, dass ich das jetzt zum Beispiel auch nicht mehr brauche. Ich muss also direkt von hier... die Einfahrt, na doch, das passt von hier die Einfahrt nach da, okay, das haut hin, dann geht es in den Gleis rein, das ist gut. Was wir nicht mehr brauchen, wären diese Dinger hier. Diese Teile bräuchten wir jetzt nicht mehr, oder? Warte mal, der, na gut, der will eh nicht da hoch. Da unten will eh nie einer lang. Also ein bisschen sauber muss es schon sein, und der hier kann ja jetzt nach da, nach oben fahren, ist ja verbunden, so braucht das jetzt ja auch nicht mehr. Kann also auch weg. Damit das ein bisschen sauber aussieht. Und jetzt haben wir halt das, was ich halt haben wollte. Jetzt muss ich hier natürlich nochmal dafür sorgen. Hier geht es nach oben. Hier kommt er von unten. Also nach oben, nach unten ist drinnen. Nach oben, nach unten ist drinnen. Ja, müsste eigentlich alles so funktionieren. So, hier müssen natürlich dann auch Doppelsignale sein, weil sonst kommt er ja nicht mal rausgefahren, nehme ich mal an. Und dann sollte er, glaube ich, von alleine auf die Idee kommen, wo er nach lang fährt. So. So, jetzt haben wir... Oh Gott, kann jetzt kaum noch Zeit. Auf jeden Fall haben wir das jetzt umgebaut. Hier haben wir gleich eine Doppelschiene, das ist auch okay. Ja, es funktioniert doch alles schön. Jetzt müsste ich oben nochmal genau schauen, ob das auch da alles funktioniert. Aber ich glaube schon. Theoretisch kann man, ja, das ist ja... Dann, wie gesagt, die Doppelschiene können wir dann immer noch ausbauen, immer wieder. So, von hier kommt es nach oben, dann nach unten, das passt auch. Funktioniert auch alles. Hier sieht es halt ein bisschen doof aus, aber ich wüsste sonst nicht, wie ich jetzt diese eine Strecke da anschließen könnte. An dieses Teil. Weiß ich gerade nicht. Ja. Okay, das funktioniert. Das lassen wir so. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht überfahre. Und jetzt aber, jetzt mal schnell. Wir haben ja schon ein paar Sachen eingesteckt gehabt, ne? Also, wir haben ein paar Sachen eingesteckt, wie zum Beispiel... hat man nicht den Schmelzofen, Hochofen, ist alles da. Wir haben aber keine Röhrchen. Röhrchen wären auch noch nicht schlecht und Tanks und sowas, aber ich glaube, das können wir uns basteln. Wir haben ja noch Stahl da. Dann können wir uns nämlich dahin begeben und müssen dann, glaube ich, sogar noch ein paar Aliens töten. So, hier wollte ich, glaube ich, auch nochmal ein Signal aufstellen. Warum auch immer. Das hier eins ist, reicht ja erstmal. Okay. Wer weg do mundo? Ja, das läuft alles. Die bekriegen sich überall noch, die ganzen Aliens. Das ist auch okay. Okay, hier ging ja auch alles ganz gut. Das haben wir ja in der Kommentierfolge schon ein bisschen gelöst. Und hier haben wir natürlich hier, das brauchen wir auch nicht haben. Wir haben ja hier vorne das Signal, das muss ja dann erstmal reichen. So, dann, wie weit fahren wir jetzt? Einfach mal so weit, wie wir können. So, hier ist noch ein bisschen Kohle und Stein und sowas drinne. Hier haben wir sogar sowas schon. Und wir haben, glaube ich, auch Solarzellen dabei. Hier oben habe ich, glaube ich, schon getötet gehabt. Ja. Ich wollte jetzt also hier noch weiterbauen, die schöne Strecke. Was natürlich jetzt ein bisschen weniger ist. hat keiner gesehen. Dann rutscht man zur Seite, ne? So, die Frage ist, wo wollen wir jetzt genau hin? Wir wollten ja bis dahinter... Also wird es Zeit, dass man hier irgendwo anfängt, eine Kurve zu ziehen. Am besten würde ich gerne hier so vorbei. Weil hier wollen wir ja noch ein bisschen was abbauen. So, wir wollen ja noch ein bisschen was abbauen. Dementsprechend ist es, glaube ich, ganz gut, hier vorbeizufahren. Okay. Eigentlich könnte man hier vielleicht noch eine Abzweigung machen, aber das machen wir dann einfach. Irgendwann mal.
Ich glaube, ich muss auch mal anfangen, ein bisschen effizienter meine Toolbar zu verwenden oder so. Zum Beispiel, dass ich jetzt hier 2 und 3 drücke. Das geht dann irgendwie ein bisschen schneller. So, und dann fahren wir einfach geradeaus. Hier müssen wir mit der Pumpgun mal ein bisschen ran. Das ist ja... Hä? Oh. Hm? Ja, jetzt hat's geschossen. Sehr schön. Hier müssen wir auch noch mal ein bisschen für Frieden sorgen. Quasi. Für Frieden, dass unser Zug schön durchkommt. Immer wichtig. So. Baum. Noch ein Baum. Okay, dann sind wir ja fast schon da. Und ich wollte ja, und jetzt werde ich bestimmt was Falsches sagen. Ich glaube, hier oben wollte ich Kupfer machen, Eisen. Und glaube, weiter unten wollte ich dann Kupfer machen oder so. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, wenn der Zug jetzt... Naja, müssen wir mal kurz gucken. Wir haben ja hier einen Haufen Platz. Ich glaube, ich lasse den hier einfahren. Dass der hier einfährt. Dann musst du hier nochmal eine Kurve nach oben fahren, das ist kein Problem. Und dann ist da unten noch ein Dorf gewesen, habe ich genau gesehen. Das kann sich nicht verstecken von mir. Die werde ich dann natürlich auch nochmal ausrotten, Frieden bringen. So, ich... Aber Mann, das ist immer so ein bisschen schwierig mit dem Schräg. Vor allem, wenn der dann wegrutscht, ne? Wenn der durch irgendeinen Baum wegrutscht oder so, ist das immer ein bisschen schwierig. So, da muss das hin. Ja, war ja klar, dass dann wieder etwas kaputt geht. So. Okay, das sieht schon mal gut aus. Jetzt frage ich mich natürlich, ob dieser eine Zug nur Eisen und Stein hochbringt oder ob der halt auch Kupfer gleich mitschleppen soll. So, die da unten haben wir Zerstörerkapsel und Hammer. Da rotten wir die mal wieder aus, weil die waren eigentlich schon mal ausgerottet, glaube ich. Zumindest da unten sind auch noch mal welche. Müssen wir alle so ein bisschen ausrotten. So. Einmal durchlaufen. So, alles kaputt schießen. Danke. Und da kommen Spuckerwürmer. Die sind schon sehr interessant auf jeden Fall. Von unten kommen auch noch welche, da rotten wir die auch noch schnell aus. Da waren aber viele Türme auf einmal. Von den Gegnern. Und jetzt rein da. Los, meine Fliegis. Sehr schön. Alles tot. Und dann hier noch dieses eine Völkchen. Exterminating. Einfach niedergemetzelt. Ja, die Spuckwürmer, die sind schon ein bisschen härter, weil die auch mich auch treffen. Also bei den Aliens, bei den normalen, kann man ja ausweichen. Ne, da kann man einfach wegrennen, so lange wegrennen, bis die einen halt, also kiten quasi. So, da hat man dann kein Problem. Aber bei denen ist es schwierig. So. Okay, das haben wir gut gemeistert. Die da unten bei der Karte, naja, die sind halt, ja, die sind, glaube ich, noch nicht so das Problem. Ich kann es einfach nicht da liegen lassen, das Zeug, wenn es da rumliegt. Das geht einfach nicht. Ich muss es mitnehmen, wenigstens die großen. Wobei ich damit gar keine Anwendung mehr brauche dafür. Wobei ich mich die ganze Zeit frage, warum die Forschung nicht weitergeht. Da sollte ich vielleicht doch mal gucken. Ja, und hier soll dann auf jeden Fall mal ein Dings entstehen. Also, wir haben hier oben genug Platz, um tatsächlich Eisen zu machen. Hier machen wir dann Kupfer und hier machen wir einfach Strom. Ja, das ist gut. Jetzt müssen wir hier Strom machen. Brauchen wir natürlich ein bisschen Platz. Na, da hinten vielleicht nicht so. Und jemand hat mir mal das perfekte Pattern geschickt für Solarmodulen. Das wird wahrscheinlich eh zu groß sein. Dementsprechend werde ich es hier nicht anwenden. So, ich glaube, hier in die Ecke machen wir das rein. Sondern bloß noch irgendwie beschützen. Ich hoffe, das funktioniert auch mit dem Beschützen. So. So, schön. Kaputt schießen alles. Oh yeah. Platz schaffen. Denn. Vor allem, wie viel Schuss man hat, ja. Ich habe ja 100 Patronen, hatte ich. Jetzt habe ich gleich nur noch 80, aber wie viel ich dafür zersäbelt habe. Wenn ich bedenke, wie schnell das mit einem Flammenwerfer geht, da hat das immer
Zumindest damals. Weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Da hat es immer richtig lang gedauert. So. Kriegen wir gut drin, würde ich sagen. So. Und hier unten dann vielleicht, oder hier noch mal eins. Vielleicht mit einem gewissen Respektsabstand. Ach komm, da unten mach ich's rein. Ich weiß, die verschwinden wieder, die Blueprints, aber dann sehe ich es mir wenigstens ungefähr schon mal. So. Dann, habe ich denn Solarmodule? Ein paar habe ich dabei. Ob das reichen wird, das weiß ich noch nicht. So. Ich glaube ja eher weniger, dass das reicht. Aber wenigstens die Akkus habe ich dabei. Das weiß ich. Nein. Klack und klack. Huch, auch wieder falsch. Ah, knapp. Knapp, knapp, knapp. Aber okay, wollte ich gerade sagen. So. Dann, jetzt sag bloß, oh, ich habe bloß ein Umspannwerk dabei. Kann ich noch eins basteln? Ja, na klar. Kein Problem für den Tenchi. So, Umspannwerk. Dann einen großen Mast hätte ich gerne noch gebastelt. Kann ich den hier direkt dazwischen setzen? Nee, leider nicht. Muss ich dann wohl doch zwei arbeiten. So. Und die Akkus. Die Akkus sollte ich eigentlich auch noch haben. Wo sind die Akkus? Da. So, wir überziehen gerade wieder ein bisschen, aber dann haben wir nachher wenigstens noch das Gefühl, dass wir noch was erreicht haben und nicht nur irgendwie da am Bahnhof ein bisschen was doppelgleisig gebaut haben. Und wir brauchen, ich muss nämlich dann auch noch, was ganz dringend ist sogar, noch die Laserteile hinbauen, damit die sich auch noch verteidigen können, für den Fall, dass hier mal was angerannt kommt. Und das kann natürlich durchaus sein, dass hier auch was angerannt kommt von Anfang an. Das heißt, ich werde die Lasertürme hier so hinbauen. Direkt dran an die Anlage. Vorerst können wir die hier hinstellen. Ich glaube, sowas dürfte reichen. So, na, das ziehen wir uns gleich noch komplett durch. Wenn schon, denn schon. So, ach komm. Was soll der Geiz? So. Das Ganze werden wir noch natürlich verbinden mit Strom. Ja, der eine hat jetzt keinen Strom. Aber es tut mir überhaupt nicht leid. Ist mir eigentlich scheißegal. Der eine hat halt keinen Strom. Was soll's? Was soll's? Okay. Ich frage mich, ob die überhaupt... ja, doch. Sieht so besser aus. Ob die das überhaupt... ihr wisst schon. Versorgen können. Wir schauen mal das kleine Mini-Netzwerk an. Okay, die Akkus sind voll. Die verbrauchen 371. Ja, Maximalleistung ist 10k. Wir haben wie viel? Ja, 60k. Wir haben 50. Ja, 60, 120. 300. Also 300 schaffen wir ja bei 20. Ne, nee, warte mal. Bei 10 Stück schaffen wir schon 600. Mann. So, 10 Stück 600. 3000 schaffen wir, glaube ich. Also 3 Gigawatt sollten wir, glaube ich, schaffen. Doch Mega, Megawatt ist das, glaube ich. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es ist Megawatt. Kann auch Gigawatt sein. Für den Fall, dass hier mal ein Gegner kommt. Für den Fall, dass hier mal ein Gegner kommt. So. Dann muss hier natürlich der Bahnhof auch noch bewacht werden. Da habe ich jetzt aber erstens keine Lasertürme mehr und zweitens noch nicht genug Energie. Wir holen uns noch ein paar Solarmodule beim nächsten Mal, vergrößern das Solarfeld noch, weil wir brauchen ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Energie als das, was wir da jetzt haben. Und schauen dann einfach, dass wir dann langsam unsere beiden Sachen hinkriegen. Hier das Eisending und hier unten dann das Kupferding. Und weil wir ja dann hier oben Eisen haben, brauchen wir, glaube ich, nur unten und rechts schützen. Weil hier oben kommt ja nichts. Von hinten kann ja nichts kommen. Außer es kommt irgendwann mal so eine Wale rein oder so. Alien-Wale. Na gut, dann würde ich sagen, ich laufe hier nochmal die Strecke ab. Da habe ich nämlich noch ein paar Löcher gehabt im Schienennetz. Die werde ich noch flicken. Ja, und dann würde ich sagen, war ich der Tenchi hier von Sidups-Kanal. Ups, hier von Sidups-Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.